Es wird Zeit, mein Versprechen auch einzuhalten. Ich habe euch ja versprochen, den Final Boss mit Scream zusammen zu machen, weil ich wollte euch eigentlich mal richtig demonstrieren und... Ja, seid gespannt. Der Altar Emerald. Was machen wir hier auf Angel Island, Alter? Ja, und dieser... Kampf beginnt ganz gechillig mit... Oh mein Gott, das war dumm. Na, Hab dich. So, raus, danke, Queen. So, das war aber noch nicht der Final Boss. Das war nur die Vorrunde. Das war sozusagen die Ankündigung auf das, was mich jetzt erwartet. Wenn wir jetzt da durchgehen. Da ist der Master Emerald und... Oh mein Gott, was wackelt da? Da kommt irgendwas. Ja, Eggy packt seine neueste Maschine aus, um den Master Emerald zu benutzen. Und er zeigt uns erstmal seine Hände, ne? Ich muss jetzt gucken. Genau. Und ihr müsst ihn so anspringen, anders geht's nicht. Aber jetzt zeige ich mal, was unsere Queen kann, nämlich das. Genau das. Genau. Ich lade mich schon mal neu auf. Weil der Bosskampf kann manchmal recht böse sein, aber wenn man Cream hat, dann kann man einfach das machen. Dann ist das so scheißegal, ne? Ist die Frage, wo der runterkommt. Ich bin bereit. Oh mein Gott. Das war nicht schlecht. Cream, ich reite dich. Dürfen wir nicht? Da. Er fühlt sich so verarscht von mir, sag's euch. Aha. Oh Gott. Ich hätte einfach Kühe drauf dreschen müssen, ich sag's euch. Ja, ich wollte einfach, ich wollte jetzt ein bisschen cool spielen und jetzt nicht so den mit dem Move hier mit Cream arbeiten, aber vielleicht machen wir es doch mal. Hallo. Hallo? Ja. Dem juckt das gar nichts mehr, ne? So, komm her. Wir machen es einfach nicht mit Cream, Alter. Warum machen wir uns die Mühe? Wir können es einfach machen, der extra Boss wird eh sowieso noch schlimmer. Da kann ich nicht auf Cream zurückgreifen. Und ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, es einfach zu machen, dann macht man es auch einfach. Dafür haben wir doch Cream! Es ist ja noobig, aber man muss eh ausweichen. Also von daher. Nagi. Ich mach nochmal los. Aufladen. Bereit. Genau. Volltreffer. Nummer 2. Das war dumm. Aha. Hallo? Yo! Okay, die Gnadenfrist ist vorbei. So, wo bleibt die Hand? Genau. Mal 3. Nochmal aufladen. 4. 5. Okay, Bomb, zerstört euch! Ach nein. Okay. Okay. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Genau. So, Treffer. Yes. Vorbei. So macht man es übrigens ganz easy. Ich wollte eigentlich, dass sie die machen, aber der hat mich so jetzt abgefuckt, also dafür hat er definitiv die Queen-Strafe bekommen. Verdient! You're going to pay for this. Echt? Nee. Pass auf, jetzt kommt die Explosion. Jetzt wird's lustig. Pass auf. Ow. Ich müsste jetzt losgehen. Hä? Komisch. Eigentlich müsste jetzt die... Explosion losgehen. Oh Gott.
Okay, wir sind halt da, bei den Master Emerald. Was wird jetzt? Jetzt war mal gespannt. Oder muss man das jetzt einmal gespielt haben und dann kriegt man einen extra Poster. Da hätte ich mir umsonst die Arbeit gemacht, Alter. What the fuck? Ja. Schade, ne? Ja, die streifen die Nerven hin, ne? Hab ich das mal erwähnt? Emulator. Wo kommt der Umschau her? Da kommt nichts, Alter. Jetzt würden die Credits kommen, aber das gibt mir jetzt mal komplett durch. So, ich habe den Boss jetzt das zweite Mal besiegt. Weil anscheinend ist das die Bedingung dafür, dass du den Extra-Boss jetzt bekommst. Du musst ihn zweimal killen, egal wie, nur Sonic muss der Anführer sein. Okay. Wir machen das einfach mal. Ich bin mal gespannt. Ja, yeah, you're going to pay for this, ne? You're going to pay for this auf jeden Fall, ne? Ja. Was machst du, Gammel? Was machst du? Er nutzt die Chaos Emeralds. Was zum Fick? Hallo Eggman, ich will mit dir kuscheln. Tschüss. Da ist er weg. Oh, wo kommen die Emeralds her? Einfach aus dem Nichts, ne? Und damit wären wir zu. Super Sonic. Und jetzt kommt ein besonderer Kampf der Geschichte. Man kämpft nicht nur mit Sonic, sondern Eggy will uns helfen scheinbar. Ich glaube, der ist jetzt mega angefressen, ich sag's euch. Non-Aggression. Sonic, benutze deine Attack-Aktion und greife mit mir an. Wie? Soll ich abusen? Okay. Kurz, dann. Alter. Okay. Ich muss ihn jetzt so ordentlich hitten hier, Alter. Ja, ich komme hier ran. Ich muss jetzt mal einen Trick finden, um den... Ah. So läuft das Spiel. So, Treffer. Okay, bislang kriegen wir es hin. Nummer 3. Okay. Treffer. Nein. Ah, war klar. Ich kann mich jetzt nicht ausweichen. Aber jetzt kannst du sie einfrieren, ne? War ja beim... Alter. Okay, gut. Dann machen wir eben ausweichen. Und laden schon mal den Angriff auf. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt den Angriff schon aufladen, ne? Und? Und? Sehr gut. Wir brauchen Ringe. Ansonsten wären wir klein ins Gras beißen, aber elendig. So. Oh Gott. Jetzt gehen die letzte Hürde. Ringe. Ringe. R-I-N-G, Ringe. Oh mein Gott. Jetzt kannst du auch ballisieren. Bereit? Ich habe euch einen Ring auf. Yo. So. Ach, man, wir hätten noch einen Treffer hinlegen können. Rein in der Theorie. Muss noch Ringe kriegen. Ob wir überhaupt hier noch am Leben bleiben können. Ja. Den Ring haben wir. Ring haben wir. Ring haben wir. Wow. Sehr gut. Alter.
Genau, knall ich selber ab. Danke. Es kommt. Ja, gut. Das war not bad. Jetzt muss ich noch einen Ring kriegen. Dann ist der... Okay. Kriegt mir nichts. Yes. Sehr gut. Okay, das war... Not bad. Alter. Das war nicht... Wir müssen aufladen. Durchhalten. Sehr gut. Und? Er ist down? Oh, ich habe ihn down bekommen. Oh Gott. Tschüssi, Jamel. Das war's für dich, my friend. Sonic Dr. Eggman Extra Zone clear. So läuft das doch. First try. Und damit haben wir die Story endgültig abgeschlossen. Wow, das ging ja besser als gedacht. Jetzt geht's um die Wurst. Und da ist er weg. Wo ist Knuckles? Der fehlt hier irgendwie. Ach, da ist er. Na, der will hier bleiben. Ist das ein Monster damit?
Und damit sind wir auch schon am Ende des Projektes. Also es ist jetzt leider schon vorbei nach 9 Parts. Ist ein bisschen traurig, aber Sonic Adventure 3 ist ja auch kein langes Spiel, muss man zusagen. Und ich habe ja auch viel geschnitten und so. Aber auf jeden Fall bin ich stolz auf das Ergebnis. Wir haben es geschafft. Ich habe es ja geschafft. Ich habe jetzt jedes Sonic Adventure Spiel auf 100% auf meinem Kanal vertreten. Seit letztem Jahr habe ich angefangen. Jetzt habe ich den letzten Teil rausgehauen und ehrlich, ich bin immer stolz auf das Ergebnis. Wirklich, no shit. Ich bin einfach mega stolz auf, dass ich wirklich jetzt jedes Spiel auf 100% habe. Und das ist einfach nur ein geiles Gefühl. Und natürlich sind noch andere Spiele, die auch noch 100% APs benötigen. Wie beispielsweise Sonic Colors für Nintendo DS und so. Also, das kommt ja alles ja noch. Diese habe ich ja schon angekündigt. Aber ich bin zwar froh, Sonic Adventure 3 durchzuhaben. Sonic Frontiers wird ja eh meine nächste große Challenge werden. Ich habe ja gesagt, sobald alle anderen beiden Sachen durch sind, ist Sonic Frontiers an der Reihe. Und ja, mal gucken, ich werde einfach mit den Aufnahmen. Weil erstmal muss das LP erstmal hier fertig machen und dann kann ich auch mich dann mit den Aufnahmen zu Sonic Frontiers beschäftigen, weil die sind halt auch ein bisschen anspruchsvoll, weil ich werde wahrscheinlich auch wieder viel cutten müssen. Weil ich mache ja auch hier 100%, also muss ich auch alle roten Sternringe sammeln. Wird geil. Und freue ich schon auf Final Horizon, weil dann wird es richtig eklig. Für einen gewissen jemanden, ne? Der eine weiß schon Bescheid, wenn es soweit ist. Ansonsten, ja, wie fandet ihr das Projekt? Schreibt es mal in die Kommentare. Fandet ihr es sehr gut? Fandet ihr es scheiße? Was fandet ihr vor allem gut? Fand ich gut, dass ich ein bisschen die ganzen Sachen ja gechaptert habe mal. Ich will einfach wissen, wie das so bei euch rüberkam, dieses Chaptern, dass ihr einfach hinspringen konntet, wohin ihr wolltet und auch die Shows besser finden konntet. Schreibt es einfach mal. Würde mich mal interessieren. Weil ich will das gerne mal beibehalten, aber ich wäre es mal so, ob ihr auch mal eure Meinung mal dazu wissen. Ich meine, ich mache mir ja für euch ja extra die Arbeit und ich finde einfach, da sollte ich auch mal so ein kleines Feedback bekommen, wie das so bei euch ankommt. Und wie man das vielleicht sogar noch besser machen könnte. Also, was zum Beispiel auch mal chaptern sollte. Für Zusatzsachen. Ihr könnt mir ja vielleicht sogar schon ein paar Sachen für Frontiers mal schreiben, die ich so ein bisschen mit rein chaptern soll. So wie Compilation Guide oder so, keine Ahnung. Ja gut, ich werde jetzt jeden roten Ring mit einem Chapter versehen. Das wäre ja auch ein bisschen eklig. Stell dir vor, jeder rote Ring hat ja ein Chapter. Ich glaube, da kann ich mir auch geil vergraben gehen, ne? Aber ich finde, diese 100% Sachen zu zeigen, ist echt genial. Ich werde auch zu Sonic Episode 2 wahrscheinlich demnächst mal was machen. Da habe ich schon was länger im Gang gespielt, mal so einen Red Ring Guide mal hochzuladen. Richtig gechaptert mit allem drum und dran. Ich weiß, da habe ich schon viele andere gemacht, aber ich will es einfach machen. Und das bestimmt für andere Spiele auch noch fortsetzen. Ob das Sonic 2.6 LP auch mal nochmal so eine Chaptering bekommt, weiß ich noch nicht, weil da habe ich ja alle Solianer mit einem gezeigt, aber nicht wirklich so zusammengeschnitten, sondern ja, wenn ich dann die Möglichkeit hatte. Das muss ich mal schauen. Aber ihr könnt mir ja so ein paar Vorschläge machen. Und ja, das wär's für dieses LP. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, danke fürs Anschauen und genießt doch auf jeden Fall nochmal die Endcard ein letztes Mal. Ich muss ja vorhin das neu ausdenken. Noch ein Schlüssel, geil. Man kann nicht genug Schlüssel haben, nicht wahr? Der Key for the next LP, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ich wollte eigentlich jetzt woanders hin. Moment. Warum ist mir kompliziert, wenn es einfach geht, ne? Einfach Tails benutzen, einfach Tails abusen. So läuft das doch hier. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.